Ganze Bauwerke und Landschaften aus kleinen Plastiksteinchen. Im Residenzschloss in Ludwigsburg ist derzeit eine große Lego-Ausstellung zu sehen. Ja, die Faszination Lego macht halt einfach das aus, dass mit diesen kleinen Steinchen zwischenzeitlich alles möglich ist. Das heißt, ich kann alles bauen, was mir so einfällt. Na, ich habe da hinten zum Beispiel mit, mit, mit diesem großen Rathaus, da hat man einfach ein Gebäude direkt nachgebaut und das ist halt mit Lego alles möglich. Das ist die Faszination. Über eine Million Teile sind in den Modellen insgesamt verbaut. Dabei investieren die Glötzle-Bauer viele Stunden ihrer Freizeit in die Lego-Steinchen. Ich sage immer, ein 600-Teile-Modell, was man im Laden kaufen kann, baut man normalerweise äh, circa in einer Stunde auf. Hier mit dem freien Bauen ist so, da braucht man ungefähr die doppelte Zeit, sprich 600 Steine, wenn die verbaut werden, braucht man dann circa zwei Stunden. Bei einer Million kann man sich das dann selber ausrechnen, wie viel Zeit man hier gebraucht haben. Die Ausstellung hat unterschiedliche Themenbereiche zu bieten. Von Mittelalter über Western bis hin zu Star Wars gibt es verschiedenste Welten zu bestaunen. Ich im Verein bin eigentlich so diesen der Star Wars Spezialist, ja, weil ich das halt 99. Da hat es, wie gesagt, 99 kamen ja auch die neuen Star Wars Geschichten bei Lego raus. Da hat dann wirklich das Lego bei mir richtig angefangen, auch das Sammeln. Und äh, da bin ich Star Wars Spezialist. Aber so insgesamt gesehen kommt dann doch die ein oder andere Idee dazwischen. Wie gesagt, das Mont Saint Michel oder Harry Potter, äh, Hogwarts oder oder oder, wo man dann einfach sagt, das will man auch bauen. Der Eintritt kostet für Erwachsene 5 Euro, ermäßigt 2,50 Euro. Noch bis zum 16. April ist die Ausstellung in Ludwigsburg zu sehen. Und sie zeigt, für Lego ist man nie zu alt.